die 20 kleinsten Hunderassen der Welt. Kleine Hunderassen haben einige Vorteile. Sie brauchen nicht viel Platz und auch nicht so viel Auslauf wie ihre großen Artgenossen. Die niedlichen Fellnasen sind also besonders pflegeleicht. Man kann die winzigen Schoßhündchen sogar in Tragetaschen stecken und überall hin mitnehmen. So kannst du immer mit deinem kleinen Liebling zusammen sein. Aber unterschätze sie nicht, denn die Kleinen halten sich selbst oft für Riesen, wenn es darum geht, die Familie und das Zuhause vor Gefahren zu verteidigen. Nummer 1. Toypudel. Kleine Zwergpudel sind sehr lebhafte, charmante und verspielte Hunde. Sie haben eine besonders enge Bindung zu ihrem Herrchen und lieben es, ihnen zu gefallen. Aufgrund ihrer hohen Intelligenz sind sie leicht zu trainieren. Sein freundliches und einfaches Wesen macht den Zwergpudel zu einem idealen Hund für Familien oder aufgeweckte Senioren. Allerdings ist er kein Couchplüsch, sondern ein aufgeweckter kleiner Spaßvogel, der es liebt, aktiv Zeit mit seinen Besitzern in der Natur zu verbringen. Des Weiteren liebt er Kinder. Der kleine Zwergpudel ist mit einer Schulterhöhe von 25 bis 28 cm und einem Gewicht von 2 bis 4 kg sehr klein und zierlich. Nummer 2. Cairnterrier. Der Cairnterrier ist ein typischer Terrier. Er ist ein sehr starker Hund, der aktiv und mutig durchs Leben geht. Des Weiteren ist er sehr selbstständig und selbstbewusst, lässt sich aber von seinem Besitzer gut ausbilden. Sein Auftreten ist zwar, wie zuvor erwähnt, selbstbewusst, aber niemals aggressiv. Der Cairnterrier verträgt sich gut mit anderen Hunden. Er kann aber auch als Einzelgänger gut erzogen werden, der trotz seiner Eigenständigkeit eine enge Bindung zu seinem Besitzer aufbauen kann. Der Cairnterrier ist sehr kinderfreundlich. Aufgrund dieser hervorragenden Eigenschaft wird er als Familienhund sehr geschätzt. Der Terrier hat kurze Beine, die den Hund stabil tragen, ihn aber dennoch sehr flink und wendig machen. Er hat eine Schulterhöhe von etwa 28 bis 31 cm und sollte zwischen 6 und 7,5 kg wiegen. Nummer 3. Norfolk Terrier. Der kleine, lebhafte Terrier liebt es zu spielen, herumzutollen und zu kuscheln. Beides mit anderen Tieren, aber auch mit seiner Familie. Sie beteiligen sich begeistert an jeder gemeinsamen Aktivität und erweisen sich als sehr ausdauernd und anpassungsfähig. Durch ihre schnelle Auffassungsgabe verstehen sie schnell, was von ihnen verlangt wird und sind in der Regel bereit, sich ihrem Rudelführer unterzuordnen. Die Dominanztendenzen, die anderen Terriern manchmal Probleme bereiten, sind dem friedlichen Norfolk eher fremd. Mit einer Schulterhöhe von gerade mal 25 bis 26 cm und einem Gewicht von 5 bis 7 kg gehört der Norfolk zweifellos zu den kleinsten und leichtgewichtigsten Terriern. Nichtsdestotrotz wirkt er in seiner Kompaktheit sehr kräftig und widerstandsfähig. Nummer 4. King Charles Spaniel. Der King Charles Spaniel ist ein liebevoller, fröhlicher und sehr gehorsamer Hund. Es gibt kaum eine andere Rasse, die so ruhig ist. Sie lieben es, den ganzen Tag von ihrem Besitzer oder Liebhaber umarmt und gestreichelt zu werden. Der King Charles Spaniel ist auch für Anfänger leicht zu erziehen und ein hervorragender Begleiter für den Alltag. Alte Menschen und Kinder verstehen sich gut mit dem Hund, er verträgt sich außerdem gut mit anderen Hunden und Haustieren. Er will sein Herrchen stets glücklich machen und ist ein echter Kuschelbär. Auch Menschen, die normalerweise keine Hunde mögen, lieben die gut aussehende, kuschelige Rasse. Sie sind kleine Kläffer und eignen sich daher auch als Wachhunde. Der ausgewachsene King Charles Spaniel wird 30 bis 33 cm lang und wiegt nur 3,6 bis 6,3 kg. Nummer 5. Belgische Zwerggriffons. Der belgische Zwerggriffon ist eine der kleinen belgischen Hunderassen und gehört zur Familie der Zwerggriffons. Er stammt von dem rauhaarigen Smoothier ab, der ursprünglich in der Gegend um Brüssel lebte. Im 19. Jahrhundert wurden Möpse und King Charles Spaniels gekreuzt, um den heutigen belgischen Griffon zu erlangen. Er zeichnet sich durch einen besonders buschigen Bart aus. Der ausdrucksstarke und markante Kopf ist wahrscheinlich das auffälligste Merkmal des belgischen Griffons. Der Hauptgrund dafür ist die zerzauste Textur des Gesichtsfells. Vor allem die Schnurrhaare und Augenbrauen sind von langem, grobem Fell umgeben. Diese äußeren Merkmale gelten als Wiedererkennungsmerkmale des belgischen Griffons. Nummer 6. Pekinese. Große Augen, flache Nase, viel Fell. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich der ursprüngliche Tempelwächter stark verändert. Heute wiegt der Pekinese bis zu 5,4 Kilogramm und hat ein üppiges Fell. Das Deckhaar ist lang und dünn. Die Unterwolle hingegen ist weich und sehr dicht. Der kleine Hund war schon außergewöhnlich, als er in Europa etabliert wurde. Gezielte Züchtung hat zu größeren Augen, flacheren Nasen und vollerem Haar geführt.
Seitdem sind viele Pekinesen geboren worden, die seit dem Welpenalter an Atemwegs- und Augenproblemen leiden. Aufgrund des großen Kopfes im Vergleich zum schmalen Becken sind Pekinesengeburten oft gefährlich für die Hündin und ihren Nachwuchs. Nummer 7. Yorkie Poo. Auf den ersten Blick sieht der kleine Terrier süß und niedlich aus. Allerdings versteckt sich hinter seinem unscheinbaren Aussehen ein Hundezwerg mit Größenwahn. Die Rasse überschätzt sich oftmals selbst und zeigt sich gegenüber kleinen und großen Artgenossen frech und forsch. Deutlich zeigen die Hunde, wer das Sagen hat. Dabei neigen die Tiere zum Kläffen. Halter, die einen Yorkie Poo als Familienhund halten wollen, sollten dem Hund frühzeitig die Rangfolge beibringen. Die Hunde erreichen gerade mal eine Widerristhöhe von 18 bis 23 cm. Dabei bringen die Tiere 3,2 Kilo auf die Waage. Er gehört zu den kleinsten Hunderassen der Welt. Der zierliche Körper wird durch ein langes, glattes und feines Fell bedeckt. Nummer 8. Japan Chin. Japan Chins gelten nicht als aufdringlich, aber diese Hunde erfordern viel Aufmerksamkeit. Daher sollte die Rasse nicht über längere Zeit allein gelassen werden. Die kurzbeinigen Tiere erfordern keine übermäßige sportliche Aktivität. Dafür ist der Körper des Hundes nicht gemacht. Vielmehr reicht ein Spaziergang. Was den Platz betrifft, ist ein Japan Chin anspruchslos. Aus diesem Grund können sie problemlos in städtischen Wohnungen gehalten werden. Außerdem ist er gehorsam und anpassungsfähig. Wenn man dem gelehrigen Begleiter einen kleinen Ball zum Spielen gibt, wird das Tier verspielt und aktiv. Der kleine Hund zeichnet sich durch ein weiches, seidenartiges Fell aus, das aber Pflege benötigt. Insgesamt handelt es sich beim Japan Chin um einen kleinen Hund mit einer Körperlänge von 20 bis 25 cm und einem Gewicht von 2 bis 6 Kilogramm. Der Körper ist quadratisch, daher sind die Länge und die Höhe des Vierbeiners fast gleich. Nummer 9. Chihuahua. Der Chihuahua gilt als die kleinste Hunderasse der Welt. Chihuahuas haben einen kompakten Körper und einen apfelförmigen Kopf. Langhaarige Chis haben ein feines, seidiges Haar, das glatt oder wellig sein kann. Kurzhaarige Rassen haben ein weiches, glänzendes Fell. Es gibt sie in allen Farben. Ihr Fell erfordert auch bei langhaarigen Rassen kein Trimmen, Scheren oder besondere Pflege. Das offizielle Standardgewicht der Chis beträgt 1,5 bis 3 Kilogramm. Chihuahuas sind echte Hunde, nur im Mini-Format, aber trotz ihrer Größe ziemlich robust. Nummer 10. Alaskan Cliquey. Der Alaskan Cliquey ist ein kleiner Husky, unterscheidet sich jedoch in einigen Erscheinungsmerkmalen, wie größeren Ohren und höheren Hüften. Es gibt drei verschiedene Varianten des Hundes. Der Standardtyp ist 38 bis 42 cm groß und wiegt etwa 10 Kilogramm. Miniaturversionen des Alaskan Cliquey werden 33 bis 39 cm groß. Das Tier wiegt dann etwa 7 Kilogramm. Die letzte Art des Alaskan Cliquey ist gerade mal 33 cm groß und wiegt 4,3 Kilogramm. Die Rasse wird durch drei Farbvariationen repräsentiert, die unabhängig von der Größenversion sind. Schwarz-Weiß, Rot-Weiß und Grau-Weiß. Im Durchschnitt werden die Tiere bis zu 14 Jahre alt. Nummer 11. Kontinentaler Zwergspaniel. Die Zwergspaniel sind sehr kleine und aktive Hunde. Des Weiteren sind sie sehr verspielt, brauchen aber trotzdem viele Streicheleinheiten. Sie sind normalerweise sehr sensibel gegenüber ihren Besitzern und Familienmitgliedern. Da er leicht zu trainieren ist, ist er ein idealer Begleithund. Aufgrund ihrer starken Menschenbindung neigen sie jedoch manchmal dazu, eifersüchtig zu sein. Ein harmonisches Umfeld ist ihm also sehr wichtig. Durch sein erstaunliches Einfühlungsvermögen merkt er schnell, wenn es innerhalb seiner Familie Meinungsverschiedenheiten gibt. Er leidet mit und versucht energisch, die sich Streitenden aufzuheitern. Trotzdem ist der kontinentale Zwergspaniel ein sehr aufmerksamer Hund und reagiert auf das Rufen seiner Besitzer. Nummer 12. Zwergspitz. Das Aussehen eines Zwergspitz wird in erster Linie durch seine Körpergröße bestimmt. Er misst 18 bis 22 cm und hat ein maximales Gewicht von 3,5 kg, somit leichter als die meisten Katzen. Sein eigentlicher Körperbau wird von sehr viel Fell verdeckt. Die kleinen Hunde haben einen schlanken, athletischen Körperbau mit zarten Beinen und schmalen Taillen. Das Fell ist dicht und lang, was dem Hund sein flauschiges Aussehen verleiht. Die Farbe des Fells ist weiß, Sand, Creme oder schwarz. Das Fell um Gesicht und Schnauze ist oft dunkler als der Rest des Körpers. Den Zwergspitz scheint seine geringe Größe nicht zu stören. Er ist selbstbewusster und fürsorglicher Natur und erscheint der Welt stolz und teilweise sogar übermütig.
Trotz der frechen und charmanten Persönlichkeit zeigt der Zwergspitz jedoch keine Aggressionen oder Angst auf. Sie gelten als sehr vielseitige und freundliche Hunde. Zwergspitze können gut allein oder mit anderen Haustieren gehalten werden. Nummer 13. Shih Tzu. Der Shih Tzu ist ein sehr kleiner Hund, der in Tibet und China beheimatet ist. Er ist ein kurzbeiniger Hund mit plüschigem Fell und einer sehr kurzen Schnauze. Er stammt von einer sehr alten, ursprünglichen Rasse ab. Vor über 2000 Jahren lebten seine Vorfahren in einem tibetanischen Kloster. Ihr besonderes Fell war schon immer ein Merkmal dieser Hunde, aufgrund der extremen Wetterbedingungen des Himalaya. Heutzutage wird dieses Merkmal in der Zucht leider oft übertrieben. Weitere Merkmale sind ein stämmiger, gut behaarter Hund mit einem ausgesprochen selbstbewussten Auftreten. Leider hat man dieses überschüssige Haar, das an ihm wächst. Es steht zum Beispiel im Weg, wenn man mit dem Hund spazieren geht. Nummer 14. Dackel. In der Lage, viel größere Tiere zu jagen, sind Dackel auch heute noch. Sie sind kühn, selbstbewusst und kämpferisch. Zudem zeigen Dackel im Umgang mit anderen, auch größeren Hunden oft wenig Respekt und sind aufgrund ihrer skeptischen und agilen Art hervorragende Wachhunde. Als solche werden sie oft mit Bellern oder Beißern verwechselt. Dennoch lässt sich die manchmal eigensinnige und widerspenstige Art der Rasse durch konsequentes Training in den Griff bekommen. Er wird dann seinem Halter gegenüber ein treuer, freundlicher und anhänglicher Begleiter sein. Nur wenige Menschen mögen es, wenn ihr Dackel mit anderen Hunden spielt, da die Dominanz der Rasse oft zu Konflikten führt. Viele Vertreter dieser Rasse mögen sogar gar keine anderen Hunde. Die Dackelzucht gibt es in drei verschiedenen Größenstufen. Dazu gehören normale Dackel mit einem Brustumfang von mehr als 35 cm und einem Maximalgewicht von 9 kg. Daneben gibt es Zwergdackel mit einem Brustumfang von 30 bis 35 cm und Kaninchendackel mit einem Brustumfang von 30 cm. Nummer 15. Zwergpinscher. Ein Zwergpinscher ist ein sehr kleiner Hund. Sie gehören seit Generationen zum deutschen Stadtbild. Allerdings sollte ein Zwergpinscher nicht wie ein Zwerg aussehen. Der Rassestandard fordert ein Miniaturbild eines deutschen Pinschers. Dies wurde notwendig, weil es seit einiger Zeit in Mode ist, diese wirklich robusten Pinscher in immer kleinere zu züchten. Dies verursachte und verursacht immer noch schwere körperliche Schäden. Aus Tierschutzsicht liegt die Untergrenze des Gewichts der Pinscher bei 4 kg. Hunde mit einem Gewicht von bis zu 6 kg gelten als Zwergpinscher. Sein Fell ist kurz und dicht, sowie glatt und glänzend, ohne kahle Stellen. Das kurze Fell hat keine Unterwolle. Die Farbpalette reicht von Hirschrot, Rotbraun bis zu Dunkelrotbraun. Der Kopf ist kräftig, ebenso wie die Schnauze. Zwergpinscher sind sehr anhänglich und möchten ihrem Besitzer nahe sein. Sie neigen dazu, nur eine Person als Rudelführer anzusehen. Die Familienverträglichkeit ist daher eingeschränkt. Nummer 16. Australian Silky Terrier. Der Australian Silky Terrier ist ein unabhängiger, freundlicher, energiereicher kleiner Hund, der eine enorme Ausdauer zeigt. Der Australian Silky Terrier ist ein kleiner Hund, aber wie bereits erwähnt, ist er weit entfernt von einem Schoßhund. Sie ähneln ihren Cousins, den Yorkshire Terriern, und haben ähnliche Farben und Größen. Diese kleinen Hunde sind jedoch in vielerlei Hinsicht sehr unterschiedlich. Sie sind kompakte kleine Hunde, die immer ein gepflegtes Aussehen haben. Ihre Köpfe sind gut mit dem Rest ihres Körpers ausbalanciert und stellen immer einen starken Terrier-Typ mit einer glänzenden schwarzen Nase dar. Intelligent, scharf und immer mit einem bereiten Blick. Ihre Ohren sind V-förmig und klein, hoch am Kopf des Hundes angesetzt und immer gespitzt, was den aufgeweckten Ausdruck des Hundes verstärkt. Nummer 17. Malteser. Malteser sind fröhliche, liebevolle Familienhunde, die gern auf Entdeckungstouren mitgenommen werden. Die unternehmungslustigen Hunde sind immer spielbereit und tolle Begleiter im Alltag. Sie können daher problemlos mit Kindern spielen. Aufgrund ihres kuscheligen Wesens benötigen sie viel Aufmerksamkeit und Umarmungen, um glücklich zu sein. Schwarze Knopfaugen und eine niedliche Nase, umgeben von rein weißem Fell, lassen das Herz jedes Hundeliebhabers schmelzen. Trotz ihrer geringen Größe, 20 bis 25 cm lang und bis zu 4 kg schwer, ist der Malteser ein Hingucker. Er ist ein kleiner Hund mit einem eher länglichen Körper. Das lange, weiche Fell ist normalerweise rein weiß, kann aber auch etwas dunkler sein. Nummer 18. Red Terrier. Red Terrier Hunde sind freundlich und aufgeschlossen. Sie sind treue und liebevolle Begleiter der Menschen und bauen oft gute Beziehungen zu Kindern auf.
Die Terrier können auch als Wachhunde eingesetzt werden, da sie sich gegenüber Fremden stets misstrauisch verhalten. Der Red Terrier hat ein sehr lebhaftes Temperament, das sich in allen Alltagssituationen zeigt. Er liebt es zu spielen, an der frischen Luft herumzutoben und ist immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen und Beschäftigungen. Er ist sehr neugierig, schlau und lernfähig, was ihn für viele verschiedene Hundesportarten geeignet macht. Der Red Terrier ist ein anpassungsfähiger Hund. Er will seinem Besitzer gefallen, deshalb sind sie ziemlich einfach zu erziehen und wie zuvor erwähnt auch einfach zu trainieren. Nummer 19. Scottish Terrier. Der Scottish Terrier gilt als einer der ruhigsten Vertreter der Terrier-Rasse. Seinem Herrchen gegenüber ist er absolut loyal und treu. Fremden Menschen begegnet er zunächst misstrauisch und distanziert. Scotties haben ein sehr starkes Selbstbewusstsein und unterwerfen sich ihrem Gegenüber nicht so schnell. Der sehr dicke Schwanz, der sich zur Spitze hin verjüngt, ist entweder aufrecht oder leicht gebogen. Das extrem dichte, wasserabweisende Fell besteht aus zwei Schichten. Eine kurze, weiche Unterwolle und ein raues, drahtartiges Deckhaar. Die häufigste Farbe des Terriers ist schwarz. Männchen und Weibchen erreichen eine Schulterhöhe von etwa 25 bis 28 cm und ein Gewicht von 8 bis 11 kg. Nummer 20. Yorkshire Terrier. Der Yorkshire Terrier ist ein Hund mit stark ausgeprägtem Charakter. Vorsichtig und furchtlos ist er immer bereit, sich und seine Familie zu schützen. Diese Eigenschaft und ein überraschend lautes Bellen sind typische Merkmale eines Terriers und der Grund, warum dieser Hund nicht in die Hände von Neulingen geraten sollte. Offensichtlich ist er sich seiner Größe nicht bewusst und stellt sich selbstbewusst seinen größeren Vierbeinerkollegen. Der Yorkshire Terrier liebt seinen menschlichen Chef und schenkt ihm große Zuneigung und sein lustiges Wesen. Die Kleinen brauchen Abenteuer und spannende Spaziergänge. Zusammenfassend kann man sagen, dass kleine Hunde unfassbar niedlich und praktisch sein können. Kanntet oder habt ihr sogar einen der Hunde aus dieser Liste? Lasst es mich in den Kommentaren wissen und gebt dem Video gern ein Like und meinem Kanal ein Abo. Bis zum nächsten Mal.